Total und recht herzlich willkommen bei Star Wars Show Deutsch. Ja, und wir feiern Oktober, nicht nur das Fest Oktober. Nein, es gibt auch schon die ersten Vorbereitungen der Star Wars Tannenbäumchen. Ja, da sind die dann drin, die werden verkabelt. Hier unten kommen sie natürlich nicht in der Bombe, so ein bisschen. Also, die Stormtrooper bekommen sogar einen besseren Style. Lasst euch überraschen. Es ist gerade Oktober. Das Oktoberfest im September ist gerade vorbei. Wir feierten deutsche Einheit. Der Oktober breitet sich aus. Und man bekommt ja Weihnachtliches schon bei Aldi und Co. Rewe, und wenn wir schon Werbung machen, bei allen, auch bei Lidl ganz sicherlich, bekommen, also überall, wo man fressen kann, kann man auch sicherlich weihnachtliche Sachen kaufen. Es gibt auch bei der Firma Schlei, das ist ein Blumenparadies, seit 10. September schon Weihnachtliches, und diesbezüglich haben wir uns das dann ausgedacht, dass das hier vielleicht mal sowas wird. So ein Tannenbaum, so ein Star Wars Tannenbaum, alles um den ersten Teil herum. Vielleicht auch schon mit den Figuren von Rogue One bestückt. Wir haben uns spezialisiert auf die ganz großen Figuren ab 50 cm bis 1,20 m, weil diese Figuren als Ausstellungsstücke oder in so kleine Home-Kinos viel schöner ausschauen. Wir haben uns natürlich auf die 1:1 auch, aber die sind mehr in der Pappform und die hängen natürlich dann in so einem Kino oder bei uns hier an den Wänden. Hier nebenan ist ja immer noch der Yoda und R2-D2. Seht ihr im Moment nicht, weil das jetzt eine Begrüßung ist für alle Star Wars Fans und natürlich für alle Star Wars Hasser. Da hatte ich nämlich einen wunderbaren Anruf, beziehungsweise ich habe angerufen, Kollege Tomczyk, der heute am 1. Oktober auf der Bühne, also am 1. Oktober auf der Bühne in Herne, und macht da den Buskowski. Den Buskowski ist aber der Tomczyk. Ja? Kann ich mal, Tomczyk, kann ich hier raussuchen. Wie das so ist, findet er jetzt in dem Moment nicht, wo er finden soll. Wir sind ja schließlich bei Star Wars. Okay. Star Wars ist klar, Rogue One muss gezeigt werden. Hier, ihr seid hier bei The Star Wars Show Deutsch. Die Star Wars Show Deutsch kennt ihr. Filmfiguren, Theater, Sammelfiguren, TV. Bei UltraHD Web TV. Wir wollen euch jetzt Bescheid sagen, dass jetzt das Jahr 2016 im Oktober schon so gut wie abgelaufen ist. Wir bereiten jetzt alles vor für das Jahr 2017. Es wurden etliche Schauspieler angerufen. Für alle, die jetzt hellhörig werden, natürlich wird das alles bezahlt, ist klar. Der Stundenlohn ist auch klar. Wer sich auskennt in der Welt der Medien, weiß auch, welche finanziellen Sachen auf ihn zukommen und wie teuer das Ganze ist. Aber wie gesagt, ich habe angerufen, Frank Montenbruck von Stromberg. Dann habe ich natürlich angerufen, Tomczyk in Herne. Wie gesagt, der würde dann auch sicherlich gerne, wer hier, also welche Stars 2017 alles auflaufen und dann hier vielleicht sitzen, vielleicht auch schon zu Weihnachten schwitzen und über Star Wars philosophieren, so einen Tannenbaum schmücken, ja, so ein Star Wars Tannenbaum. Die Show kennt ihr, hier vor Ort wird diese Show auch gezeigt, ja. Ihr seid ja bei Medienhaus, UltraHD Web TV, ich bin immer noch euer AWR Movie. Freie Medien, korrekt, seit 1995, wie die CeBIT dies Ganze mal erfunden. CeBIT 1995. Könnt ihr euch erinnern, 4 Jahre später war dann Star Wars 1, dann 2, dann 3, 4, 5 und 6 war ja 1979. Ein bisschen springen die da hin und her, jetzt versuchen die ja in die Unendlichkeit. Jetzt mit Rogue One wollen die ja anbinden und eine Menge machen. Rogue One mit Darth Vader im Dezember, circa 14., 15. Dezember, also heute in 13 Wochen. 13 Wochen noch müssen wir warten, 13 lange Wochen, das sind über 70 Tage noch,
dann ist er im Kino, Rogue One. Wie gesagt, angerufen, würde mich tierisch freuen, wenn Frank Montenbruck mitmachen würde, als erster, dann die anderen so nach und nach, weil mit Frank Montenbruck verbindet mich schon länger, wie bei der Stromberg und die Geschichte und Monte on Tour. Monte ist ja jetzt richtig on Tour. Monte hat ja das Live entdeckt. Facebook Live könnte ich ja jetzt hier anmachen. Auch Facebook Live sprechen. Aber ich habe jetzt hier dieses TV angemacht. Ne? Hin und wieder hat man großes Glück, dass es richtig gut übertragen wird. Wie ich sehe, manchmal wird es nicht gut übertragen. Schätzungsweise, weil ich mit dem hier gerade rumspiele. Kann ja sein. Also, ihr seid total recht herzlich willkommen bei der Star Wars Show. Alleine wollte ich es nicht mehr machen. Also 2017 wird es ins Leben gerufen. 2016 war ja die Ruhe, hat man ja schon gemerkt. Einige hatten mich heute auch angesprochen. Ich wurde für den 22.10. schon für einen tollen Film, der da gezeigt wird, ein Splatterfilm, ein Horrorfilm, eingeladen. Ist auf dem Samstag, muss ich mal schauen, muss ich mal sehen, wo er läuft, wo die Premiere ist. Schaue ich mir sicherlich mal an. Mit den ganzen Filmkollegen sich zu unterhalten, das macht unheimlich viel Spaß. Jeden Tag haben wir hier, da hängt zum Beispiel jemand, der jetzt gerade auch ein Buch und der halt auch bei, wo war das? Mord steht dir gut, ne? Da, ja, das ist eine gewisse Schauspielerin. Will jetzt nicht ausschweifen, aber die Star Wars Sendung kennt ihr. Wir wollen jetzt auch gar nicht über die Star Wars Figuren philosophieren, wie gesagt, Jack Pacific, die großen, 1,20 Meter und 50 cm und natürlich, was Walt Disney anbietet, werden wir auch anbieten weiterhin. Ihr kennt die Sendung, sie lief immer so jetzt hier im Jahre 2016 unter Sammelfiguren TV, wird aber bei Ultra HD Web TV eingebunden werden, weil wir alle Figuren, wir wollen mit allen Figuren arbeiten. Wir wollen auch mit den allerbösesten Figuren arbeiten. Ja, ich meine, ihr schreit jetzt, aber diesen Typen hier, den gibt es als Figur, wie ihr seht, und verdammt dick verpackt, weil verdammt viel dick drin ist. Ne? Diese böse Geschichte ist auch drin. Ne? Er selber ist auch drin, der Böse hier. Ne? Das hier in der Mitte ist ja auch drin. Das machen wir aber alles wieder so ein bisschen zu. Ne, aber haben und kriegen kann man die auch. Also wie gesagt, die Herrschaften sind auch alle da bei den Filmfiguren und Theater. Bei Star Wars sind natürlich die Figuren, die jetzt da auch im Tannenbaum dann demnächst hängen werden. Ne? Also wir haben ja auch schon geflunkert, weil wenn man sich alle dahin stellt, wir haben ja alle, dann ergibt das ja ein Bild. Mal gucken, ob ich das festhalten kann. Dann ergibt das ja so ein Bild. Ne? So. Und da haben wir schon geflunkert. An sich fehlt jetzt demnächst 7, 8 und 9. Ne? Damit diese Buchreihe sozusagen fertig ist. Mal schauen, ob die Firma, die das hier auferlegt hat, wer war das irgendwo in Japan? Ne, Disney selbst. Bei Star Wars .com, Star Wars Hasbro .com, müsste man an sich mit Hasbro sprechen. Die Firma Hasbro, 7, 8 und 9 müsstet ihr an sich nachliefern. Na, werden die Fans sicherlich zustimmen. Wenn nicht, ist auch egal. Wenn die Stars dann da sind, werden wir natürlich in 4K arbeiten. Heute arbeite ich mal wieder mit 4. Ist keiner hier, die haben alle frei, ist klar. Ich mache das heute mal alleine. Werde auch in gemütlich gleich schneiden das Ganze, um euch wieder so eine tolle kleine Einbindung an Show zukommen zu lassen. Wie gesagt, hier ist auch alles live. Ja, hier ist auch live Publikum. Hier sind auch live Menschen, die sich die Show angucken, wie auch bearbeitet wird. Ja, wir cutten ja auch live, weil wir ja nun mal ein anderes Kompendium haben. Wir haben das Medienhaus, da bin ich jetzt hier gerade, und auf der anderen Seite ist das Copyhaus. 100% Dienstleistung, weil hier geht alles. Hier geht einfach alles. Die Selfies, also wir werden euch eine Menge zeigen, weil
Das ist nicht nur Fernsehen, weil nur Fernsehen, Web-TV, man sieht ja, 1995 wurde man ausgelacht, heute, 1. Oktober, ist ZDF ARD online mit seinem Funk. Ja, bei YouTube Funk müsste man mal eben eingeben, was die heute zeigen. So, ZDF Funk ist online, hat 40 Einheiten schon auf dem Markt, also 40 verschiedene Sortierungen zwischen 12 und 24 sollen sich das angucken. Wir Generation 55 plus, 65 plus, denn Carrie Fisher ist 56, wird 57, 65 ist geworden Mark Hamill, Han Solo ist ausgestiegen, hatte keine Lust, unser ne, Superstar über 70, der macht lieber den Indiana Jones, unser Harrison Ford. Wie gesagt, ZDF ARD ist jetzt online mit, könnte ich jetzt steuern, ja genau, könnt ihr auch mal sehen, wie live das funktioniert, wenn wir das finden, oder wenn ich das jetzt finde, weil ich muss das heute alles alleine machen hier. Irgendwo gibt es hier so einen Fall, wo man das finden könnte. Ja, wie das so ist. Bin jetzt gerade hier in der Solo-Kiste hier, da geht nichts. Da könnte ich höchstens hier mal die Jungs aus Amerika vorstellen. Kann man sofort ansehen, ist ja kein Thema. Klar. Ne? Ja. Ich finde die Filme immer klasse, wenn man hier so arbeitet. Ne? Hier kommt so ein Spezialcomputer hin. Dann kann man ja das da rüber schieben. So. Ja, so, hier ist die Star Wars Toy Hall, The Force Awakens. Das ist auch so eine amerikanische Gruppe, die sich da ne, auch hier, ne, Jugendliche etc. pp. Warum wir heute so eine schlechte Qualität haben. Ah, jetzt ist die Qualität besser. Also, hängt wohl hier wirklich am Handy, wenn man mit dem Handy rumschwenkt. Ja. Kann das schon mal so aussehen. Ja, Star Wars Awaken, die Figuren. Ne? Die machen die amerikanische Show, wir machen die deutsche Show. Und dazu werden jetzt richtige Schauspieler gesucht. Auch es dürfen auch Fans hier live, auch vor die laufende Kamera. Einmal im Monat oder jede Woche kommt eine Show. Wie gesagt, hier live sehen die Kunden es, die Zuschauer sehen es, sind live dabei, wenn wir hier arbeiten. Ja, nicht Dreharbeiten, bei den Dreharbeiten nicht, dann ist hier alles geschlossen aus urheberrechtlichen Gründen. Wäre zu viel des Guten, wenn jetzt hier live die Leute dabei sind. Mal gucken. Ihr seid, wie gesagt, jetzt live hier verbunden. Na, alles klar. Na, natürlich ist alles klar. So, bei einer Live-Schaltung, die ich hier auch machen könnte, wisst ihr ja, live könnte ich das jetzt hier auch. Und dann könnte ich da, wie gesagt, die Sache auch abfahren. Mit Frank Montenbruck gesprochen, mit anderen Frank gesprochen, Wendler, wie gesagt, mit Tomczyk gesprochen. Die sind jetzt aber momentan alle, ist klar, Oktoberfest-Sequenzen, Frank und Zander macht ja auch live, ist auch auf und so weiter. Der hat ja jetzt am 19.10., ich mache jetzt schon mal Werbung für Frank Zander, am 19.10. macht er ja wieder die große Show. Ist also eine Show zwar, aber in Wirklichkeit ist das ja wirklich wunderbar Benefiz, und zwar für die Obdachlosen. Alle Obdachlosen werden dort eingeladen, bekommen richtig was zu essen, Bühnenshow. Es sind sogar auch dort Schauspieler, Stars, Sternchen, die da mithelfen. Es wird sicherlich eine super tolle Sache werden mit Frank Zander am 19.10.2016. Macht er das wieder? Die anderen sind, wie gesagt, alle involviert. Und man kann uns ja jetzt, wie gesagt, beim Sondersender NRW TV auf Facebook sehen, auf verschiedene Kanäle, den YouTube-Kanal Ultra HD Web TV, Sammelfiguren TV haben wir ja seit zig Jahren eingerichtet. Wird ja alles moderner, alles schöner. Hier läuft ja auch schon Windows 10. Und so weiter. Der Green Room ist noch da, Blue Room ist noch da, Self-Fotografie, also wir sind ja Film, Foto und Foto-Film.
Direktleister und hier kann man also Film, Foto, Special Effects, alles kann man hier, und das bieten wir an. Das kostet leider euer Geld. Wenn wir jetzt einladen, die Schauspieler einladen, kostet es unser Geld. Versteht sich. Wir sind nun mal eine Firma und Hobby, Beruf. Beruf und Hobby ist ab sofort ein und dasselbe. Und ja, wie gesagt, ist alles da. Auch das, was der junge Mann da verschenkt gerade, haben wir auch da. Wird alles in den Sendungen gezeigt. Die Schauspieler haben so viel Auslauf hier, die können hier so viele Sachen machen. Die können hier so viele, die können in die Kostüme springen. Ja, die, also wie gesagt, in der Show wird alles gemacht. Deswegen zeigen wir es ja heute hier bei Ultra HD Web TV und nicht bei den Sammelfiguren TV und auch nicht jetzt bei den 100% Begeisterten. So, bei den 100% Begeisterten sind ja auch schon über 800, die da Star Wars mögen und wir kommunizieren und jeder hat das Recht dort zu erzählen. Es gibt da keinen Spoiler oder so. Wir sind Videojournalisten, wir machen das beruflich und die, die da mitarbeiten und mitmachen und Lust und Laune haben, meiner einer ist der Admin, bin auch verantwortlich für den ganzen Medienhaus und die anderen Sachen. Wie gesagt, Fernsehen machen kostet Geld, Fernsehen machen muss bezahlt werden, auch das sogenannte Web-TV. Wie gesagt, ab heute ZDF, ARD mit seinem Funk, dafür wurden zwei andere Sender gekappt. Ja, nächstes Jahr kommt dann das Full HD, das DVB-T 2.0. Dann wird ja alles noch schärfer, noch eleganter. Wir arbeiten, wie gesagt, auch schon mit 4K. So, und jetzt haue ich nämlich ab. Ich habe mir auch zwei schöne Filme besorgt, weil wir haben ja das super lange Wochenende. Das super lange Wochenende bedeutet, dass jeder sich mindestens 48 Stunden ausruhen kann. Und das ist ja sowas von super. Besser geht's gar nicht. Vielleicht gehe ich auch mal wieder live, online. Aber live ist immer so eine Sache. Live sollte man diszipliniert und dann sollte man auch live irgendwas senden und nicht da in irgendeiner Ecke sitzen, dass die Leute da sehen, wie man in einer Ecke sitzt. Ja, das muss aber jeder für sich selbst entscheiden. So, Star Wars. Ich finde Tom Schick klasse, wie er angerufen, Emma, ne? Tom Schick war klasse. Meine lieben Freunde, bei Star Wars ist überhaupt kein Sex. Ne, da ist ja überhaupt nichts. Das ist ja schon Bollywood. Bollywood für Arme. Ja, so sagt er über Star Wars. Das ist ja aber, wie gesagt, seine Sache. Wie Onkel Monte darüber denkt, weiß ich noch nicht. Darüber smalltalken wir noch. Ich würde wirklich sehr gerne mit Frank Montenburg zuerst anfangen. Und ja, schauen wir mal. Ihr seid auch total recht herzlich eingeladen, alle Zuschauer sind eingeladen, alle Freunde, Bekannte und vor allen Dingen alle YouTuber, alle Facebook-Indianer. Ihr seid alle total und recht herzlich eingeladen. Wie gesagt, wir arbeiten mit den allerneuesten Sachen. Ja, habt ihr auch gerade gesehen, wir können vom Handy aus alles sofort steuern, live steuern. Wir können live arbeiten, wir können live senden, wir können eine Menge. Und was wir da alles machen werden, schauen wir mal. Emotion ist das Highlight. Da war gerade die Show für die erste Show überhaupt für Awaken. Star Wars Awaken. Ja, ja, die 100% Star Wars begeistert sind auch bei Facebook. Lange Rede, kurzer Sinn. Ihr seid alle total und recht herzlich eingeladen. Ja, und mal schauen, ob wir das hinkriegen, den Tannenbaum mit den Figuren zu bestücken. Lasst euch überraschen. Weihnachten wird sicherlich eine tolle Sache, besonders die 24 Türchen im Dezember wird auch gerade vorbereitet. Wir besorgen uns einen sogenannten Rogue One Kalender. Wir besorgen auch die ersten Figuren von Rogue One in 120 und in 50 und in 75 cm, weil er wirkt in so einem Raum und beim Fernsehen wirkt das natürlich viel besser wie so eine kleine Figur. Da muss ich auch unheimlich nah an die Kamera gehen. Ne? Und ja, das ist so eine Sache. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, wir erleben uns live hier im Shop, Medienshop, Copyhouse und Medienhaus. Wie gesagt, lasst euch überraschen. Blue Screen, Green Screen, Self-Motion, ja, Self-Motion. Klick-Klack in der richtigen Kamera, nicht mit so einem Spaß hier. Könnte auch von mir aus, aber ist nicht. Wir machen mit richtiger Kamera richtig tolle Bilder, Special-Effekt-Bilder,
Lasst euch überraschen, kommt eine Menge auf euch zu, okay? Alles klar, und jetzt bin ich weg. Tschüss!